Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales of Systeria. Neues Spiel bloß. Und ich muss mich erstmal entschuldigen. Es ist ja nichts Neues, dass ich ein kleiner Idiot bin. Heute hat sich wieder herausgestellt, ich bin ein größerer Idiot. Ich habe 2 Folgen aufgenommen, ca. 25 bis 30 Minuten. Und ich nehme auf. Wollte mir da mal die Folgen anhören, was ich vielleicht eher hätte tun sollen. Und mein Mikrofon war aus. Ich habe umsonst geredet. Ich habe mit dem Mund fusselig geredet. Ich entschuldige mich wirklich, wirklich extrem. Wir waren zuletzt vor der Feuerprüfung und ja, wir haben viel, viel mehr geschafft. Wir haben die Feuerprüfung gemacht. Wir haben diese Medusa besiegt. Sind dann schlussendlich hier hingelaufen. Haben noch damals, wie man im alten Let's Play vielleicht kennt, diese Kinder da gefunden in den Tintagel-Ruinen. Haben da diesen Baum bekämpft. Das war's alles im Groben. Es war doch schon viel, aber zum Glück drücken wir die Story ja hier eh weg. Es waren halt nur die Kämpfe. Aber auch jetzt nicht so wichtige. Und ich entschuldige mich nochmal sehr, 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 sehr herzlich. Es tut mir wirklich leid. Denn ich hätte es gern mit euch geteilt. Aber zum Glück kennen wir das alle schon. Und wir haben ja eh vor. Eigentlich haben wir ja nur vor, gegen die ganzen Hellions, gegen die dicken Hellions auf Stufe Chaos zu kämpfen und alle geheimen Bosse zu finden. Und so gesehen haben wir dann nichts verpasst. Ich finde es nur schade, denn es sind ein paar lustige Sachen, muss man sagen, in der Folge passiert. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Schreibt es einfach in die Kommentare. Und wenn nicht, ich schäme mich. Ich gehe in die Ecke und werde mich schämen. Es tut mir wirklich leid, ich kann das nur nochmal wiederholen. Diesmal ist meine Festplatte nicht abgeschissen, nein. Im Open Broadcaster war einfach nicht das Mikrofon eingestellt. Warum auch immer, warum auch immer. Ich starte den Open Broadcaster jetzt schon seit einigen Monaten. Ja. Und das war nicht einmal. Could it be a Seraph? Es war nicht einmal, dass das Mikrofon raus war. Das ist unglaublich. Und ja, es tut mir leid. Und jetzt müssen wir hier wieder in das Aquädukt, war das richtig ausgesprochen, und Elisha finden. Und ich kann es jetzt noch mal sagen, es tut mir leid. Wirklich leid. Naja, ich hoffe, ihr könnt drüber wegsehen. Solange wir keine dicken Bosse haben. Ich hätte es auch gern, wirklich, wirklich gern wieder weitergespielt. Aber da ich damit nicht gerechnet habe und die Festplatte natürlich auch nicht abgeschmiert ist, habe ich alles überspeichert und kann somit nichts wiederholen. Es tut mir wirklich leid. Geht zu Ruinen im Seehafen entdeckt worden. Ach, wir müssen gar nicht hier. Wir müssen direkt... Wir müssen gar nicht hier. Ich dachte... Ich bin hier komplett verkehrt. Wir müssen direkt zu diesem Miklio-Scheiß. Aber, zur Wiedergutmachung. Ich meine, auf Chaos war dieser Mannegemara, oder wie der Boss heißt, Level 43. Er war trotzdem natürlich, weil Chaos ist halt eine unglaubliche Stufe. Mega stark. Wir werden trotzdem Probleme haben, weil wir sind jetzt schon Level 51. Und wir werden den einfach mal in dieser Folge angehen. Vielleicht sollte ich dann noch mal ein paar Ausrüstungen umändern. Aber den können wir versuchen. Als kleine Wiedergutmachung. Es tut mir leid. Gehen wir einfach mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass es sogar noch extrem schwer wird. Auf dieser Stufe hier. Level 51 und Chaos. Und der war, glaube ich, Level 43 oder sowas. Oder ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall denke ich mal, selbst das Level wird nicht in dem Sinne jetzt zumindest aussagekräftig sein, auch wenn wir schon Level 51 sind. Ich kann mir vorstellen, dass das ein schwerer Kampf wird. Aber wir schaffen das. Ich bin mir sicher. Und wenn nicht,
Es wird mir im Vornherein schon wieder leid tun. Ah. Ah, so. Lass mal die Kräuter abfarmen. Wisst ihr was? Den. The entrance to the ruins supposed. Den, hier ist Managama, das Viech da hinten. Gehen wir be extra diligent nach den Wasserruinen dann. Das machen wir. Erstmal hier den blöden Teil und dann, ja, der Nachtisch. Wobei ein Hauptgang auch immer schön lecker ist. Aber der Hauptgang ist sehr widerlich. Zing. Na gut, dann machen wir das. Boah, ich. Oh Mann. Ich bin mal gespannt, wie lange wir brauchen. Das ist echt der ekligste Tempel. Das ist wirklich, wirklich. Dieser Tempel ist so widerlich. Ich habe echt keine Ahnung mehr, wie wir das gemacht haben. Ich hoffe, wir schaffen das in dieser Folge. Oh Mann, ey. Aber ich guck gerade nochmal. Ja, Mikrofon geht. Open Broadcaster zeigt das jetzt auch an. What are those things? They look like eyes. Ching. That's because they are eyes. I didn't realize Ching. Arts like this were still alive. So. Schon wieder das schwarze Zeug hergestellt. Wow. Mal gucken, ob das zu schwer ist. Da ist nur einer. Na gut. Level 37, okay. Schwäche, Erde. But we can win if we attack its other weak points. Lion's out! Sella is dangerous no matter how close you are to it. So then what do we do? Why don't you go figure it out? Hier müssen die Gegner eliminieren. Aua. Tiger Blade, fear the storm! Sonic, focus your efforts! Blade Bang, let's give it up! You win here! It's time! Ich denke mal, Erde wird hier öfters vertreten sein. Oh, 426. Rüsten wir Ätna mal direkt aus. Zack. So. Oh Mann, ey. Das bin immer noch ein bisschen traurig darüber, dass wir einiges nicht aufnehmen konnten. Achso, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen müssen. A swordsmith suddenly visited by a seraph. Oh, ich weiß echt nicht mehr, wo lang es geht. Ernsthaft. Entweder müssen wir da wieder runter oder hier. Ups. Oder hier rechts. Aber hier auf jeden Fall ging es nicht weiter, da bin ich mir sicher. Dun, 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 dun. Ah, schon mal ein Teleporter. Ja, ist das schon mal was. Oh Mann, ey. Ich kann es echt nicht sagen mehr, ey. More of the Shepherd's Diary? Also hier, ich meine, hier geht's auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir müssen hoch. Like it. Ich glaube, wir müssen hoch. Oder war das hier? Ne, der Raum war das, verdammt. Ich glaube, der Raum, da kommen wir von der Seite nicht rein. Aber wir können hier lang. Wir gehen einfach mal hier lang. Gegen die müssen wir jetzt kämpfen? Oder? Why is a shepherd's diary in a place like this? Was ist deine Schwäche? Auch Erde? Dann kassiert ihr jetzt. Focus your efforts! Hear the storm!
Ich erkenne gerade gar nichts, aber es ist völlig egal. I want to become stronger as a Sith. Ja, du solltest stärker werden. Mikleo, schäme dich. Okay. Noch ein Teleporter. Ich habe immer direkt Respekt vor den ganzen Augen. Es sieht gerade ganz okay aus, was wir hier tun, aber ob es richtig ist, ob wir richtig stehen, sehen wir, wenn das Licht angeht. Oh Mann, wie viele Monster. He's veered into a dangerous headspace. What did you expect? Genau, hieran kann ich mich noch erinnern. Nein! Nein! Verdammte Axt! Ich guck auch noch so darüber, ey. Nein, ey. Verdammt. Zum Glück haben wir ein paar Teleporter freigeschaltet, wo auch immer die jetzt sein mögen. Ja. Verdammt, Alter, ey. Oh, ist das ärgerlich, ey. Da ist der Speicherpunkt. Dann müssen wir jetzt hier wieder rein. Ey, ich hab keine Ahnung. Ich bin schon wieder mega verwirrt jetzt. Ja, das ist richtig. Oh. Schnauze. Oh, ich hasse diesen Tempel so übertrieben. Weil sie steht genau vor der Tür. Will ihr mich verarschen? Boah. Will hier nur schnell durch, Leute. Ich will nicht kämpfen. So, jetzt nochmal. Zang. Und dann warten erstmal. Okay, weiter geht's. Ich glaube, bis hierhin geht's noch. Und dann. Ja. So, und jetzt aufpassen. Nicht, dass hier direkt wieder so ein scheiß Auge ist. Hab Respekt vor das Auge. Salomons Auge. Aha. Ja, damals sind wir zu dieser Truhe gegangen. Jetzt gehen wir da nicht mal hin. Weil ich nicht weiß, ob da ein Auge ist. Ich sehe zumindest keins. Nee, okay. Wir brauchen auf jeden Fall nicht zu dieser Truhe jetzt gehen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen sie einfach nicht. Ist nur temporär. Für den Spielverlauf. Aber wir schaffen das so. Wir sind stark genug. Wir sind ja auch Augen. Hallo? Hallo? Dum-ba-la-la-la. Dumm. Wo sind wir jetzt? Sind wir schon da? Jetzt geht's. Hä? Left and right, up and down, throwing us every which way. Whoever built this shrine's a real piece of work. Such meticulous design. He or she must have labored very diligently. Ich dachte, er sagt piece of shit. Boah, das kann doch nicht wahr sein, du Mistviech, Alter. Piece of work. Lass mich doch erstmal gucken. Ich sehe hier kein Auge. Could the owner of this diary be Azura? Azura! Oh Mann, hier müssen doch Augen sein. Ich mach's auch direkt. Mann, ey! Komm, komm hier hin. Ja, übertreib doch nicht! Ah, er ist tot. Ja, ist okay. Warum sind die jetzt so stark und warum stehen die da so scheiße, ey? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Verpisst euch. Ohne Kack, verpisst euch. Immer Herz zerreißen hier.
Okay, kein Auge hier, aber ich habe Respekt vor dem Auge. So, jetzt kommen wir hier hin, genau. Und hier war auf jeden Fall ein Auge. Darum, das weiß ich noch. Wir wurden hier damals genutzt, ich weiß es noch ganz genau. Ich mach vorsichtshalber auch nochmal so. Okay, das ging jetzt relativ schnell. Und genau, wo wir hier runtergegangen sind. Da waren sie. Diese Mistaugen. Aber nicht mit mir. Ich kann mir nämlich so einiges merken, meine Freunde. Also wer nicht nett und brav ist, der wird nachher vom Soray heimgesucht. Die Augen, nein. Do you think Maltran came here as well? Even if she did, it wouldn't do her any good. Okay, das ging schnell. Okay, was heißt schnell? Wir sind schon wieder 16 Minuten, aber 3 Minuten davon habe ich mich ja durchgehend entschuldigt. Kuminasai, Kuminasai. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid, nochmal wegen den zwei Fragen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht zu übel. Dafür haben wir jetzt einen netten Kampf gegen Arasura. Give it back! Give me my sword back! Give me my sword back! Oh, Level 43. Schwäche Erde, warum ist wieder... Warum ist eigentlich Mikio wieder... Nein, hab ich nicht. Azura is a Hellion of anger. The cause of this anger... Wie viel KP hat... Boah. To be what made him a Hellion. You mean... Boah, was? Ach du Scheiße. Because his sword was stolen? No. There's more to it. Boah, was? Krass, so stark müssen wir echt so krass leveln. Boah, was? Boah, ey, der ist echt stark, ey. Ich befürchte, ey, wir müssen echt leveln, ey. Ich dachte, da wir so überleveln, dass wir das locker packen, aber die sind ja echt stark. Obwohl wir schon 3 Level über ihnen sind, oder 4. Azura, you have to focus, Saray. Bring him down with all your strength. Boah, was? Das war eine nice. Das war eine geile Attacke, ey. Boah, die Attacke ist echt mächtig. Und Rose ist tot. Die müssen wir auf jeden Fall wieder beleben. Keiner mal Stoß. Du führst hier gar keinen Stoß aus. Am besten kommt er, am besten gar nicht zum Zug kommen lassen, ey. Soul Resonance! Okay, hier nach mystische Arte, die müsste reichen. Oh oh, oder auch nicht. Oh, bitte reichen. Ich will nicht nochmal in die letzte Umarmung. Auch wenn er uns lieb hat. Jawohl. Ups. Boah. Boah, hätte ich jetzt auf Spiel beenden gedrückt, deswegen. Das wäre ja heftig gewesen. Enough. We know that you want to help people. Power. Die letzte Umarmung, der scheint uns gern zu haben. Aber ich wollte nicht nochmal geknüllt werden. Humans? Oh no. I shall destroy anything that summons malevolence. What does he want to do? Cut down the whole world? That's the why Azura became a Hellion. Correct. That voice. This is the spiritual power of water. Water. Kann ich auch? Was war das denn jetzt? Na gut.
Der war stark, obwohl wir 4 Level über ihm waren. Let's go back. Ja, wunderbar, das haben wir geschafft. Bim, bim, bim. Boah, ich liebe diese Pianos im Hintergrund. Am liebsten hätte ich hier auch einen im Hintergrund sitzen, dann die ganze Zeit mit mir was auf dem Piano. Ganzen Anime-Intros und Battle-Themes und alles vorspielt, die ganze Zeit. Einfach im Hintergrund immer laufen lassen. So. Bam, bam, ba, bam, ba, bam. If Azura really was the shepherd, wir lassen uns einfach jetzt von so einem Auge treffen. He was likely the seraph who formed a pact with Azura. Just like everyone else. Okay, die haben alle wieder volle Leben. With me? Na, du? We've did much. Sarai seems off lately. Lass mir doch in Ruhe. Ich bin nicht abwesend. Ich habe nur keinen Bock auf euer Gelaber. True. Ja, wunderbar. Haben wir das geschafft? Ich glaube, die Folge halten wir mal etwas kürzer. Haben wir wenigstens den Azura-Kampf gesehen. Und in der nächsten Folge, ich glaube, das wird schwer, aber probieren wir das Ding da hinten mal auf Chaos. Ich meine, in Erinnerung zu haben, wo wir hier mal lang gegangen sind, können wir mal die Schnauze halten. Right. So the last two trials are Woosh and Badonk. Kannst du mal aufhören zu labern? Ohne Kack, Alter. Is that supposed to mean wind and earth? What else would it mean? Right, silly me. Auf jeden Fall in der nächsten Folge gehen wir mal das Ding an, denn ich meine, wo wir mal ganz am Anfang hier des neuen Spiel Plus lang gegangen sind und auf Chaos gemacht haben, ich meine in Erinnerung 43, 45, ich weiß es nicht, aber könnte dennoch heftig werden. Das gehen wir dann in der nächsten Folge an. Ich speichere nochmal. Und das werde ich jetzt auch gleich aufnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge bei Tales of Systeria. Neues Spiel Plus. Bis dann. Und noch einmal, es tut mir wirklich leid wegen den letzten 2 Folgen. Das muss ich nochmal loswerden. Es tut mir wirklich selber weh, weil die Folgen waren, fand ich persönlich, ziemlich witzig. Kann jetzt jeder sagen, weil sie nicht mehr existieren. Nein, aber es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Naja, ich hoffe, ihr seid mir nicht zu böse. Wie gesagt, schreibt es nochmal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr mir verzeihen könnt. Also, bis dann.